Ich begrüße euch hier und heute mal wieder zu einem weiteren F1 Throwback Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder zurück in die Vergangenheit zu F1 2012, einem Spiel, was sage und schreibe 8 Jahre alt ist. Und ich habe in der Vergangenheit bereits 2 Throwback Videos gemacht. Einmal letztes Mal der große Preis von Yeongam in Südkorea mit Kimi Räikkönen und davor der große Preis von Valencia, auch der Grand Prix von Europa mit Fernando Alonso. Und falls ihr diese Videos noch nicht gesehen haben solltet und in Zukunft keine neuartigen Videos aus F1 2020 oder halt auch F1 Throwback Videos verpassen wollt, dann würde ich euch jetzt raten, 2 oder 3 Sekunden eurer Lebenszeit zu investieren, um unten rechts auf den roten Abonnieren-Button zu klicken, sodass ihr mich und den Kanal unterstützt und wie gesagt in Zukunft direkt immer dabei seid, wenn ich ein neues Video hochlade und ihr keinen F1-Content mehr verpassen wollt. Ich weiß nämlich aus meinen YouTube-Statistiken, dass das letzte Video extrem gut bei euch angekommen ist. Es hat nämlich in kürzester Zeit über 3500 Aufrufe erreicht und dabei fast 400 Daumen nach oben erreicht. Leider gab es von diesen 3500 Aufrufen immer noch ca. 44% aller Zuschauer, die gesagt haben, hey, der Kanal ist es mir irgendwie noch nicht wert, ein Abo dazulassen, was ich auf jeden Fall sehr schade finde. Deswegen geht da an dieser Stelle nochmal in euch und überlegt es euch, ihr werdet ganz sicher nicht enttäuscht werden. So, wie wir jetzt seit circa einer Minute bereits festgestellt haben, heute sind wir in Indien auf dem Butt International Circuit. Eine Strecke, die auch schon seit Jahren längst aus dem Formel 1 Kalender verschwunden ist. Und ich habe mich heute für Sebastian Vettel im Red Bull entschieden, weil ich zu 2012er Zeiten, also so um 2010, 2011, 12, da wo Vettel halt seine Hochphase hatte, das Gefühl hatte, dass Vettel sich auf dieser Strecke extrem wohlgefühlt hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, soll ich mal so ein bisschen Tribut an den ehemaligen 4-fachen Weltmeister. So, die Fahrhilfen hier und heute sind die gleichen wie letztes Mal und davor auch. Ich fahre hier mit ABS und Linienkurven. ABS, weil es meiner Meinung nach fast unmöglich ist, hier in diesem Spiel ohne ABS zu bremsen, ohne dass du wie ein Stein gerade ausschießt, und Linienkurven, weil die Throwback-Videos ja eher so just for fun sind und ich mich jetzt hier nicht stundenlang reinfuchsen möchte, um wirklich die Bremspunkte zu treffen. Und deswegen, ja, schauen wir mal, was der große Preis bzw. diese Rennstrecke hier von Indien zu bieten hat. Meiner Meinung nach auch eine sehr abwechslungsreiche Strecke. Wir sehen es aber erstmal. Der Lotus, der macht hier auch erstmal ziemlich wenig Platz auf meiner fliegenden Runde hier. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Strecke. Es gibt den ersten Sektor, der ja extrem lange Geraden hat. Und dann gibt es den Mittel- und den letzten Sektor, der sehr kurvenreich ist. Auch eine Strecke, die von ihrem Layout an sich absolut keinesgleichen kennt. Und ja, meiner Meinung nach eine Strecke, die auch Potenzial hat. Es ist nicht meine Favorite-Strecke gewesen. Ich finde den großen Preis von Yeongam auf jeden Fall besser und Valencia finde ich auch besser. Aber ich sag mal, Indien ist immer noch besser als so manch andere Strecke im aktuellen Formel 1-Kalender. Aber gut, schauen wir einfach mal, was jetzt hier so abgeht. Wir sehen hier, dieser Mittelsektor, der ist absolut kurios. Ja, das sind Kurvenabfolgen, die ich so wirklich echt auf keiner anderen Strecke bisher gesehen habe. Und dann geht es hier in eine langgezogene Highspeed-Kurve mit über 200 km/h mit mehreren Scheitelpunkten. Also ganz schwer eigentlich auch zu treffen hier, die perfekte Linie auf dieser Strecke. Dann geht es hier in eine 200 km/h Linkskurve und dann sehen wir hier der Lotus. Nee, das ist ja nicht mehr der Lotus, der ist ja Caterham im 2012er Spiel. Die Fahrzeuge, die machen einfach in F1 2012 zero Platz. Und das haben wir jetzt schon mehrmals gesehen. Und daran merken wir einmal mehr, dass die KI auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht hat. Auch wenn sie aktuell ja für ihre Aggressivität oftmals kritisiert wird. Aber wie gesagt, ich habe es ja letztes Mal schon betont, unterm Strich dann doch einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. So, wir merken auch hier wieder, die Bremspunkte, die sind ja sehr seltsam. Ich orientiere mich hier komplett an der Linie und selbst wenn du mit Linie fährst, dann musst du ja auch erstmal austesten, wo quasi auf der Linie der späteste Zeitpunkt gekommen ist, um dann auf die Bremsen zu latschen. Deswegen bedarf das natürlich auch ein bisschen Übung und die habe ich natürlich hier nicht investiert. Ich bin hier quasi blind auf die Strecke gegangen und habe einfach mal, ja, ein paar Runden gedreht. Und ich denke, das ist halt für dieses Throwback-Video auch absolut ausreichend. Aber ja, wir sehen hier, was ist das? Wieso steht die KI da mit 5 Fahrzeugen einfach am Straßen... Nein, nicht Straßenrand, Rennstreckenrand? Also teilweise denkt man sich dann echt so, Codemasters 2012, die haben nicht die besten Bots programmiert. Aber gut, ich meine, das Spiel ist 8 Jahre alt, wir wollen es nicht verurteilen. Ich meine, es kommt ja letztendlich ja auf die Grafik an und natürlich auch das Fahrverhalten. Und das ist absolut nice. Da kannst du echt nichts gegen sagen. Dafür jetzt aber hier
Opfer der leichten Bodenwelle nach der Beschleunigungsphase geworden. Und ja, da greift natürlich auch keine Traktionskontrolle, denn die Traktionskontrolle ist aus. Ah ja, dafür kriege ich jetzt eine Strafe. Gut, dass wir hier eine Rückblende verwenden können. Versuche ich es mal auf der anderen Seite, lenke hier einfach mal nach links. Oh, ich hatte gerade kurz das Gefühl, dass da eine unsichtbare Wand gewesen ist. Hey, ganz, ganz kurios. Egal. Okay, wir sehen. Strafe konnten wir entgehen durch die Rückblende, aber... Ja, das mit dem Beschleunigen und dem Bremsen, das hatte ich ja in den letzten beiden Videos schon thematisiert. Der Xbox 360-Controller, der hat Zero Vibration in den Triggern, deswegen ist das ja doch nochmal ein ganzes Stück schwieriger als in aktuellen Titeln auf der Xbox One-Plattform. So, schauen wir nochmal, was hier auf der letzten, womöglich fliegenden Runde auf dem Butt International Circuit abgeht. Wir sehen, wir sind aktuell auf der 5. Position mit einer Runde, wo wir ja viele Fahrfehler drin gehabt haben und sogar noch blockiert wurden. Und daran sehen wir mal wieder, KI ist auf Legende, das ist das härteste, was es hier in F1 2012 gibt. Und wir sehen, ja, die KI Minuten. Ist gnadenlos zu leicht. Also ich glaube, Legende hier, also das härteste, das wäre dann im Umkehrschluss ultimativ 110. Das wäre, wenn wir das auf F1 2019 umwandeln würden, vielleicht, keine Ahnung, KI-Schwierigkeitsgrad... Ich weiß nicht, sagen wir jetzt einfach mal 90 oder so, ja? Also es ist deutlich einfacher. Wir sehen doch hier wieder, was macht denn der Marussia da? Marussia oder Marussia, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, natürlich kriege ich dafür eine Strafe. Okay, Rückblende ist am Start. Alter, die sind so hart am Blockieren auf der fliegenden Runde. Was willst du da machen? Das ist doch nicht normal. Und auf der Strecke, also die Streckenführung ist eh relativ eng, muss man sagen. Überholen... ist hier auch, vor allem in den kurvigen Passagen, eigentlich so gut wie unmöglich. Dafür hast du halt die langen, nicht Start- und Zielgeraden, sondern die langen Geraden im ersten bzw. Anfang zweiten Sektor. Aber wir sehen trotzdem nur 1,8 Zehntelsekunden Rückstand auf die Pole Position. Und wir sehen, der Toro Rosso, der blockiert hier wieder sowas von hart. Alter, den juckt das überhaupt nicht. Du bist hier auf einer fliegenden Runde, willst hier vielleicht mal eine Pole Position raushauen. Und der fährt da einfach irgendwie, keine Ahnung, wie ein Krebs durch die Kurven und ja, keine Ahnung. Dann verlierst du einfach mal wieder alles und wir sehen, 1,2 Sekunden langsamer am Ende reicht es für einen 6. Platz, aber ja, was willst du da machen? Da, es war schlicht und ergreifend nicht möglich, hier eine schnelle Runde zu setzen und deswegen müssen wir die ganze Sache hier wieder, ja, aus dem vorderen Mittelfeld aufrollen von einer 6. Position. Schauen wir nochmal, was hier geht mit Sebastian Vettel auf dem Butt International Circuit in Indien. Grand Prix beginnt, wir sehen, der Start ist absolut OP. Wir sehen, die KI hat dann irgendwie da noch einen Geschwindigkeitsüberschuss am Ende der Beschleunigungsphase. Und wir sehen, wir kommen direkt vorbei am Räikkönen und am Ferrari auf der linken Seite. Wir sehen auch hier wieder spät gebremst auf der Außenseite gegen den Teamkollegen. Und es reicht, um vorbeizukommen am Grosjean. Und jetzt hier mit Kers alles verbraten hier auf die langen Gerade. Und wir sehen, der Geschwindigkeitsüberschuss, der kommt jetzt zum Tragen. Ohne Probleme, absolut ohne Probleme. Einfach das ganze Kers, die ganze Batterie verbraten, um jetzt hier auf der Geraden vorbeizugehen. Und so kommen wir 0, nichts von P6 auf P2 und wir sehen der Abstand wieder nach hinten. Wo ist denn da der Webber? Der müsste eigentlich direkt dran sein, aber sofort ist der Abstand wieder bei knapp einer Sekunde. Also ganz, ganz komisch. Boah, dieser Einlenkpunkt für diese Links-Rechts-Passage, der ist absolut räudig. Da habe ich mich echt noch gar nicht angefreundet hier in Indien mit. So, und jetzt heißt es wieder den Alonso kassieren oder versuchen zu kassieren. Alonso hat ja scheinbar hier in F1 2012 das OP-ste Fahrzeug. Aber wir haben es ja letztes Mal mit Kimi Räikkönen auch geschafft. Also sollte das hier mit Sebastian Vettel auch möglich sein. Gut, dass wir hier eine Rückblende zur Verfügung haben. Da habe ich den Körper auf der rechten Seite zu hart attackiert. Und dann hast du keine Chance mehr, absolut keine Chance, das Fahrzeug aufzuhalten. Und wir haben da gesehen, rechts diese Bodenwelle, wenn du da quasi über diesen Curb fährst. Ich kann mich sogar jetzt wo es gerade passiert ist, kann ich mich sogar daran erinnern, dass damals in F1 2012 mir das häufiger passiert ist. Also eine ganz, ganz tückische Stelle hier auf dieser Strecke, da musst du absolut aufpassen. Ja, okay, das war kein Cut, alles klar. Also die Track Limits, die waren damals auch... ja, deutlich lächerlicher, als sie heutzutage sind. Ich meine, damals war es ja auch noch kein E-Sports-Titel, aber wir haben gerade gesehen, also die Track-Limits sind an. Die sind sogar, ich weiß gar nicht, gab es damals schon streng? Ich bin mir gar nicht sicher. Naja, jedenfalls egal, ob die Track-Limits auch streng oder nicht streng sind, abgesehen davon, ob es das hier in diesem Spiel überhaupt gibt oder nicht.
Eigentlich müsste das ein Cut gewesen sein, aber Spiel sagt, nö, ist kein Cut. Und ich meine mich sogar erinnern zu können, dass das im Zeitfahren nicht groß anders war. Und das war halt auch dieses große Manko dieses Spiels hier. Weil quasi jede einzelne Zeit sowas von krank gecuttet war. Und das Traurige an dieser Geschichte ist ja eigentlich, dass es sich 8 Jahre danach in F1 2019 gar nicht mal so viel gebessert hat. Ich meine, klar, es gibt einige Stellen, die sind sehr hart, ja, da kriegst du dann auch einen Cut, aber es gibt halt immer noch diese kleinen, ich sag mal, Easter Eggs, diese kleinen Stellen, da wo du, ja, die Großzügigkeit des Spiels einfach brutal ausnutzen kannst und da kannst du dir halt einen massiven Vorteil erfahren, wenn du halt genau weißt, wo diese Stellen sind. So, jetzt fährt Alonso erstmal hier Kampflinie auf der Innenseite und ist so langsam am Kurvenscheitel. Hätte nicht mal Kampflinie fahren müssen, wir waren noch nicht mal in Schlagdistanz, aber trotzdem fährt Alonso der Kampflinie und wir kommen hier einfach auf der Außenseite vorbei. Sogar die schnellste Rennrunde jetzt momentan, 1:29.6. Und wir gehen in Führung hier beim großen Preis von Indien auf dem Butt International Circuit. Ich kann das nicht oft genug sagen. Butt, absolut, absolut kurioser Name. Dann jetzt hier auch wieder Fettgemisch auf der Geraden. Wir können die halbe Batterie verbraten und wir sehen Alonso schon wieder nirgendwo. Also einmal kurz überholt, Alonso null Gegenwehr, der ist sofort im Nirgendwo. Und ja, das haben wir jetzt schon mehrmals gesehen hier in F1 2012. Wir sehen auch der Abstand von Alonso zum Drittplatzierten innerhalb von 3 gefahrenen Runden. Der ist jetzt einfach schon bei 2,7 Sekunden und das soll Legende sein. Wir sehen auch hier wieder in dieser Links-Rechts-Passage, da ist der Alonso schneller, aber die treffe ich auch absolut überhaupt nicht. Genauso wie hier den Ausgang aus der Kurvenpassage. Aber wir sehen auch hier, das Fahrzeug wird überhaupt nicht wirklich, ja, in Mitleidenschaft gezogen. Ja, du kannst einfach Vollgas da durchbrettern, es passiert nichts, du kriegst nicht mal eine Strafe, überhaupt nichts. Das Einzige, was brutal ist, ist halt wirklich diese Bodenwelle hier in dieser schnellen Rechtskurve. Da wurden wir ja schon einmal ausgehebelt in diesen Rennen. Glücklicherweise gab es hier die cheeky Rückblende und wir sehen, es ist die letzte Kurve dieses Rennens. Wir sind nach wie vor in Führung und wir können uns den Sieg sichern vor Fernando Alonso mit Sebastian Vettel hier beim großen Preis von Indien. Tja, und ich denke unterm Strich wieder einmal ein gelungener Grand Prix. Wir konnten wieder mal eine Midfield-to-First-Challenge machen, wie letztes Mal beim großen Preis von Yeongam. Ich meine, es sollte jedem aufgefallen sein, die KI ist hier in diesem Spiel deutlich, deutlich schwächer als zum Beispiel in F1 2019. Und wie gesagt, es ist auf Legende, schwieriger geht es nicht. Und ich meine, nach dem Start ist schon die Hälfte der Miete quasi getan, denn ja, dann kommst du von P6 auf P2 und dann in der nächsten Runde saugst du dich an Alonso ran, der fährt irgendwie eine komische Linie, kommst du auf der Außenseite vorbei und dann ist der Drops auch irgendwie gelutscht und ja, ich denke, das Spiel hier wäre eigentlich ein ideales Spiel, um hier mal so Last-to-First-Challenges zu versuchen oder man muss halt einfach ein Fahrzeug nehmen, was halt deutlich schlechter ist, wie zum Beispiel einen Marussia oder sowas. Aber gut, wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier und heute auf dem Butt International Circuit aus F1 2012 Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Schreibt an dieser Stelle doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Rennstrecke haltet. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Strecke, die noch Potenzial hat, die durchaus auch einige Strecken im aktuellen Formel 1 Kalender ersetzen könnte. Und wie gesagt, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video gefallen haben sollte. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, falls ihr dies noch nicht getan haben solltet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein!